Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview mit Sabine Potteler. Wir haben gerade noch mal den Namen geübt. Aber genau so heißt sie. Und ja, unser heutiges Interview geht um das Thema Experte sein. Ich heiße dich herzlich willkommen, liebe Sabine. Vielen, vielen Dank, dass ich das Interview mit dir heute machen kann und dass du mich gefragt hast und eingeladen hast. Und ja, ich bin schon ganz gespannt auf deine Fragen. Ja. Wir fangen auch schon gleich an, um dich nicht lange auf die Folter zu spannen. Liebe Sabine, was bedeutet denn Experte sein für dich? Experte sein bedeutet für mich ein gewisses Fachgebiet, gewisse Fähigkeiten, gewisse Kenntnisse überdurchschnittlich gut zu beherrschen und gleichzeitig auch damit sichtbar zu werden. Also was heißt überdurchschnittlich gut? So ähnlich ist, glaube ich, auch die Definition bei Wikipedia. Sagt also schon viel aus, nämlich vieles, was ich da draußen als Missverständnis wahrnehme, nämlich ein Experte muss eben nicht der Beste von allen sein, sondern schon mal nur überdurchschnittlich. Und dann ist ja bei einem Durchschnitt, bei der Errechnung eines Durchschnitts auch immer die Frage, was ist jetzt die Grundgesamtheit, aus der der Durchschnitt berechnet wird. Das heißt also, es ist, wenn du als Experte irgendwo gelten willst, auch extrem wichtig, dass du den Bezugsrahmen festlegst. Und das ist in dem Fall natürlich dann beim Markt deine Zielgruppe. Also bei wem willst du denn als Experte wahrgenommen werden? Und genau, das sind für mich halt so die wichtigsten Dinge. Okay, das hört sich schon mal einleuchtend an für mich. Und wie wird man denn dann zum Experten? Ja, also jetzt in der Theorie, wenn ich jetzt also sage, der Bezugsrahmen ist frei wählbar, das heißt also, du kannst ja wirklich die kleinste Menge oder die besonderste Gruppe von Personen, von Menschen auswählen, die du dir ausdenken kannst und kannst daher auch grundsätzlich immer Experte sein für ein ganz bestimmtes Gebiet, für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Und im Prinzip, grundsätzlich ist es auch so, also jeder bringt es ja schon mit, jeder ist schon Experte in irgendeinem Gebiet oder in mehreren Gebieten. Heißt also, Experte wird man meiner Meinung nach nicht dadurch, dass man irgendwie noch ein paar Ausbildungen macht und irgendwas nochmal besonders gut lernt, sondern Experte ist man schon. Die Krux meistens darin oder die Herausforderung, rauszufinden, was es denn eigentlich ist. Und was ich aber auch, also wo ich auch der Meinung bin, dass es... Es kann auch nicht sein, dass ich sage, ich bin Experte in irgendetwas x-beliebigem, weil ich lese einfach 5 Bücher drüber und dann kenne ich mich aus. Also so ganz funktioniert es auch nicht in meiner Meinung, in meiner Welt, sondern es ist schon etwas, wo ich eine gewisse Erfahrung, ein gewisses Know-how, gewisse Kenntnisse mitbringen sollte. Und dann ist eben genau das Thema, das auch sichtbar zu machen, sichtbar zu werden als Experte. Also das, was ich eben schon kann, was eh schon da ist, rauszuarbeiten, rauszufinden, was das eigentlich ist, wo ich mich tatsächlich von anderen unterscheide und das dann eben auch zu vermitteln, sodass es irgendjemand auch wahrnimmt und bemerkt. Und da ist für mich noch ein ganz, ganz wesentliches Element neben dieser Expertise, also diesem Know-how, diesen Kenntnissen, die eben irgendwie überdurchschnittlich sind, ist ein ganz wesentliches zweites Element deine persönliche Erfahrung, die jetzt nicht unbedingt irgendwas mit Fachwissen zu tun haben muss, sondern das sind oft wirklich sehr, sehr ja, persönliche, private, emotionale Dinge, die du in deinem bisherigen Leben erlebt hast. Und in der Regel sind es die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, die Herausforderungen, die dich geprägt haben als Menschen. Und diese Herausforderungen, die versetzen dich in der Lage, dass du bestimmte Einsichten gewonnen hast, die ein anderer so nicht hat, weil er diese Geschichte nicht hat, weil er das nicht erlebt hat. Das heißt, du kannst dich in ganz bestimmte Situationen besser reinversetzen, kannst dich mit bestimmten Menschen besser identifizieren und die wiederum sich mit dir. Als jetzt jemand, der das Thema aus dem Studium oder aus einem Buch eben kennt. Also für mich ist Expertentum immer das Fachliche, aber auch die Story, deine eigene Story kombiniert.
Und so kannst du wunderbar eben eine Expertenpositionierung aufbauen und dich damit sichtbar machen. Okay. Wir haben jetzt also erfahren, was überhaupt ein Experte ist und wie man einer wird. Aber warum ist es dann eigentlich wichtig, Experte zu sein? Ja, gute Frage. Experte zu sein bedeutet letzten Endes eben nicht nur Experte zu sein, sondern eben dich so zu zeigen. Das habe ich gerade schon ausgeführt. Und warum sollst du dich als Experte zeigen? Damit du dich von anderen abhebst, damit du dich positionieren kannst im Wettbewerb. Also Positionierung heißt ja auch wieder, in der Wahrnehmung einer bestimmten, von dir definierten Zielgruppe herausragend zu sein und anders zu sein als alle anderen. So, also das heißt, es geht um den Markt und um die, die damit im Wettbewerb stehen. Und eine Expertenpositionierung oder ein Expertenbusiness ist einfach eine extrem gute Möglichkeit, sich abzuheben vom Wettbewerb. Und warum ist das wichtig? Das wird immer wichtiger zunehmend, einfach aufgrund der Veränderungen, die wir in unseren Märkten haben. Also heißt, das Internet spielt eine immer größere Rolle. Wir sprechen von der Googleization, also das heißt, wir googeln alles, selbst wenn wir jemanden schon kennengelernt haben, vielleicht face-to-face. Meistens guckt man nochmal im Internet, was wir da über ihn finden. Also es spielt immer eine Rolle, wie werde ich im Internet auch gefunden, wie werde ich wahrgenommen und was führt dann letztendlich dazu, dass sich jemand uns anvertraut, dass er sich für unser Angebot, für unsere Produkte, für unser Unternehmen entscheidet. Und weil eben alles so transparent ist und ich mit einem Mausklick beim nächsten bin, der das Gleiche anbietet, mehr oder weniger, und weil da durch diese hohe Transparenz natürlich auch eine große Unübersichtlichkeit für den Kunden herrscht, also jetzt mal von der Kundenseite aus gesehen, ist es halt auch ziemlich schwierig, da den richtigen Partner zu finden oft, weil halt alles so gleich ist. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich mit irgendeiner spezifischen Expertise sichtbar machst, damit du auch auf der Basis dessen, und da spielt wieder deine persönliche Story eine große Rolle, das Vertrauen aufbauen kannst zu deinem Idealkunden, zu dem, den du eben durch deine Story besonders gut verstehen kannst, dass der bei dir quasi andocken kann, dass das eine Brücke entsteht. Und dafür ist halt dieses Experte-Sein extrem hilfreich und extrem wichtig. Okay, du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt, die eben wichtig sind, um Experte zu sein. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte Expertin für Holzverpackung sein oder sowas, ja? Mhm. Wo fange ich denn dann an? Also was gibt es da so einen Weg, wo man sagt, okay, das sind die Steps und so solltest du vorgehen, um dann am Ende dazustehen und zu sagen, ich bin jetzt Experte für Holzverpackung. Okay, also ich gehe davon aus, dass du das Thema Holzverpackungen beherrschst. Also du weißt, wie man gute Holzverpackungen herstellt. Nummer eins im Grunde. Der erste Punkt, genau. Und dann würde ich weiter gucken, was bringst du denn sonst noch mit? Also was ist in deiner Person als Unternehmerin, was steckt da für Potenzial drin? Also das ist zum Beispiel eben deine Geschichte. Meistens mache ich so, dass wir, wenn ich mit Kunden arbeite, dass wir auf dem Zeitstrahl so weit zurückgehen in der Erinnerung, in dem Leben des Kunden, wie wir nur irgendwie können. Also meistens ist das in der frühen Kindheit. Und einfach mal gucken, welche Erlebnisse poppen da so auf, und man sagen kann, da habe ich eine gute und da habe ich eine schlechte Erinnerung dran. Und dann analysieren wir, was dazu geführt hat, dass diese Erinnerung eben gut oder schlecht verankert ist. Also dass wir sagen, wer war dabei, was für ein Verhalten hat eine Rolle gespielt, waren das bestimmte Menschen, ging es da um eine bestimmte Fähigkeit von mir, warum das gut lief, was habe ich daraus gelernt etc. Und dann finden wir in der Regel den roten Faden, was eben genau diesen Menschen ausmacht. Und dann finden wir auch diese Storys, wo wir sagen, hey, schau mal, du hast dich immer wieder aus dem Loch rausgewurschtelt, weil du da immer das und das und immer das Gleiche eigentlich gemacht hast. Theoretisch war es damals mit 5 Jahren, als dir dein Bruder deine Puppe kaputt gemacht hat, schon das Gleiche wie jetzt später im Business. Und das sind dann eben die Storys. Also ich würde jetzt nicht unbedingt bei der Holzverpackung anfangen mit einer Story, wo, als ich 5 Jahre war, mein Bruder die Puppe kaputt gemacht hat. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit weg. Aber irgendwo auf dem Weg
gibt es eine Geschichte, wo du ankern kannst, wo du sagen kannst, und damals ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass, und deshalb mache ich das heute und deshalb mache ich die besten Holzverpackungen, weil ich nämlich genau weiß, wie eine Puppe ordentlich verpackt werden muss, damit der Bruder sie nicht kaputt macht. Oder, also du weißt, was ich meine. Also so praktisch diese Story aufbauen. Und dann, was natürlich eben für jedes Business wichtig ist, ist, dass wir da genau dasselbe und genau auch wichtig, die Zielgruppe exakt zu kennen. Das ist dann wirklich der nächste Schritt. Ich muss wissen, für wen, also wer braucht solche Holzverpackungen? Wer käme da in Frage? Jetzt kann man sagen, ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Holzverpackungen. Also da kann man ja alles Mögliche drin verpacken. Man kann kleine Packungen machen, große, für Paletten, alles Mögliche. Und da kommt es aber schon darauf an, dann wirklich zu überlegen, also erstmal zu listen, was für Personengruppen kommen in Frage. Und dann aber zu verdichten. Also erstmal alles raushauen, was einem so einfällt, und dann aber ganz klar einzuschränken und zu verdichten und zu sagen, okay, mit einem Punktesystem zum Beispiel, sehe ich das größte Problem, was meine Holzkisten oder Verpackungen lösen können, wo glaube ich, dass die Zielgruppe auch tatsächlich für das Problem Geld, für die Lösung des Problems Geld bezahlen möchte, und ich vergebe dann meistens Punkte von 1 bis 10. Und am Schluss kommt dann halt eine Gewichtung raus, wenn ich die Punkte addiere. Und dann kann ich sagen, gut, jetzt habe ich 2, 3 Zielgruppen vielleicht, die übrig sind. Manchmal ist es direkt auch nur eine. Und dann recherchiere ich da nochmal in die Tiefe. Also das heißt, dann wirklich muss ich ausfinden, die Zielgruppe, was hat die für Probleme, was braucht die tatsächlich. Die Probleme sind so wichtig, du möchtest Probleme, Wünsche gehen auch, aber Probleme sind halt, die tun mehr weh. Dafür gebe ich eher Geld aus, um sie zu lösen, in der Regel. Diese Probleme brauche ich eben nachher auch, um das Produkt so darstellen zu können, so anbieten zu können, dass es wirklich beim Zielkunden auf Resonanz stößt. Und das brauche ich auch für meine Botschaft, für mein Wording und dafür den Expertenstatus aufzubauen, weil dann kommt das Thema Content ins Spiel. Nach wie vor, wir brauchen Content, also werthaltige Inhalte, die dem Kunden echten Nutzen bringen. Und dazu muss ich halt wissen, was hat er für Probleme, welche Fragen stellt er sich, welche Fragen versucht er zu ergoogeln oder welche, also Keywords, welche Fragen stellt er vielleicht keinem, weil es ihm so peinlich ist oder weil er sich vielleicht der Fragen selbst gar nicht richtig bewusst ist. Und auf diese Fragen halt mit Hilfe von kostenlosen Content Antwort geben. Und Content, da kann man natürlich jetzt verschiedene Formate wählen, abhängig von dem, was du gern machst und abhängig von dem, was deine Zielgruppe konsumieren möchte. So wie bei euch ist es ja sehr viel Video, YouTube und so weiter. Das kann natürlich auch Text sein, Blog, können Bühnenauftritte, Reden sein, das kann ein Buch sein. Ein Buch ist nach wie vor das beste Mittel, also auch laut aktuellen Studien immer noch der Content, der am schnellsten tatsächlich einen Expertenstatus bewirkt. Also weil man einfach davon ausgeht, wenn jemand ein Buch geschrieben hat, hat er was zu sagen. Und wenn jemand, ähnlich ist es mit der Bühne, kommt an zweiter Stelle, wenn jemand auf der Bühne steht und jemanden den auf der Bühne stehen lässt, dann hat er wahrscheinlich was zu sagen, dann kennt er sich irgendwie aus. Ja. Und das ist dann halt ja, Arbeit. Also das heißt jetzt nicht, ich vertrete nicht die Meinung, dass du erst 2 Jahre Content machen musst und einen Expertenstatus aufbauen musst, bevor du was verkaufen kannst. Aber das sollte halt wirklich parallel laufen. Kontinuierlich, das ist das Wichtigste halt, kontinuierlich, ne? Immer stetig dranbleiben und immer wirklich auf die gleichen Themen einzahlen mit allem, was du tust. Ja. Und dann kannst du dich letzten Endes zum Experten, als Experte etablieren. Und natürlich, das muss man vielleicht noch dazu sagen, reicht es nicht aus zu produzieren, es muss auch sichtbar werden. Also da kommen wir halt echt nicht drum rum, weil das ist für uns beide jetzt selbstverständlich, aber viele tun sich halt damit schwer, wirklich rauszugehen, und man sollte nicht glauben, was für Menschen, die es echt drauf haben, die sich trotzdem schwer tun damit. Ich meine,
Das beste Mittel ist, also, oder das beste Beispiel ist ja eigentlich ein Professor. Ein Professor kann ein super Crack sein in seinem Fachgebiet, aber halt überhaupt nicht als Experte bekannt. Und die verdienen in der Regel auch nicht so viel, weil er halt einfach nicht rausgeht damit. Ja? Weil es halt außer seinen Studenten keiner weiß. Und das ist wirklich sehr entscheidend, dass man da auch sein eigenes, finde ich, seinen eigenen Anspruch vielleicht auch manchmal zurückschraubt. Und sich immer darauf besinnt, Moment mal, in welchem Umfeld, in welcher Referenzgruppe will ich denn Experte sein? Wo muss ich denn eigentlich ein paar Schritte voraus sein? Und deshalb muss ich eben nicht der Weltbeste sein im Thema. Ja. Okay, also ich fasse nochmal kurz zusammen, um erfolgreich Experte zu sein. Als erstes sollte man natürlich wissen, wovon man redet, also von seinem Fach Ahnung haben. Zweitens sagst du, die Story ist ganz wichtig, einfach um, ja, den persönlichen Touch reinzubringen, um dieses Individuelle in den Vordergrund zu bringen, weil das ist ja letztendlich, gibt es Themen, die machen viele Menschen, unterscheiden tut man sich nur durch seine Story. Und drittens sichtbar sein, also Content produzieren und auch nach draußen gehen und zeigen und wenn Leute mischen. Genau, und alles das sollte, das ist ganz, ganz wichtig, halt wirklich auf Vertrauen einzahlen, Vertrauen aufbauen, Vertrauen, 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 weil in der heutigen Businesswelt, vor allem auch in der Online-Welt, ist meiner Meinung nach Vertrauen die Basis von jedem Geschäft. Das im Prinzip war das früher schon ähnlich. Gut, da hat man halt nicht so viel Auswahl gehabt. Man konnte nicht so schnell zum nächsten Anbieter wechseln. Aber schon immer waren die erfolgreichsten Vertriebler, waren die zu ihren Kunden eine persönliche Beziehung hatten. Die halt auch mal nach der Frau gefragt haben und nach dem letzten Urlaub oder miteinander essen gegangen sind. Das ist schon immer so. Also wir müssen einfach... das Menschliche, wir müssen den Menschen eine Chance geben, ein Gefühl für uns zu entwickeln, uns kennenzulernen und um dann wirklich zu sagen zu können, ja, also so wie die sich gibt und wie die auftritt, das scheint zu mir zu passen, das finde ich gut, das mag ich. Dafür sind natürlich Videos grandios. Ja, genau. Heutige Internetauftritt gibt da natürlich viele Möglichkeiten. Ja. Du hast ja gerade schon mal ein bisschen durchscheinen lassen, wie du arbeitest mit deinen Kunden oder ja, mit deinen Klienten. Magst du uns das nochmal ausführlich und Schritt für Schritt vielleicht erklären, wie das bei dir vorgeht, wenn ich mich bei dir für ein Coaching oder wie sagst du das, eine Beratung melde? Ja. Also ich sage meistens Beratung dazu. Ich sage immer, ich bin jetzt kein typischer Coach. Aber es beinhaltet auch Elemente des Coachings, ganz einfach, aber weil wir auch natürlich Mindset-Sachen, Dinge machen dürfen, weil das Mindset halt immer mal wieder dazwischen funkt. Klar, das haben wir alle. Und wie läuft sowas ab? Normalerweise arbeite ich entweder 12 Wochen oder 24 Wochen, also ein Viertel oder ein halbes Jahr mit Kunden. Und in der Zeit bringe ich die dann entweder von null auf fertig positioniert und startklar, um die Kunden zu gewinnen. Also wirklich dann ist Business-Idee klar, Zielgruppe, Angebot, Pricing, Positionierung und auch klar, in welche Kanäle gehen wir jetzt zum Start, in welche Marketingkanäle, was tun wir da. Und wenn es dann die längere Zusammenarbeit ist, dann geht es auch wirklich noch komplett ins Marketing rein. Also dann geht es wirklich um die Umsetzung, Funnels und also wie mache ich beispielsweise auch, wie mache ich Freebies, wie erstelle ich ein Webinar, was funktioniert, wie ist die Technik dahinter und so weiter, das alles. Und neben denen, die sich von null an selbstständig machen, arbeite ich auch mit Leuten, die schon selbstständig sind und die einfach in einer Situation angekommen sind, wo sie sagen, ja, ich arbeite eigentlich auch im Hamsterrad, mir geht es nicht anders als denen, die aussteigen wollen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich würde am liebsten auch alles hinschmeißen, weil ich so viel arbeite und irgendwie doch weniger dabei rumkommt, als ich gerne hätte. Und das ist es eigentlich nicht, was ich ursprünglich wollte. Ich möchte mehr Systematisierung reinbringen, mehr Automatisierung, mehr Skalierung. Also tatsächlich wirklich dahin zu gehen, auch mehr Produkte zu entwickeln und raus aus diesem One-to-One-Zeit gegen Geld tauschen, sondern tatsächlich auch mehr in die Skalierbarkeit rein. Und denen helfe ich dann auch, da gehen wir dann halt wirklich rein, erstmal in die Analyse, wo stehst du im Business, was
was ist jetzt dran, was ist jetzt notwendig. Und erstaunlicherweise ist es oft so, meistens, dass es tatsächlich auch damit zu tun hat, dass das Fundament nicht stimmt. Also ich fange fast immer auch weiter vorne an, vielleicht jetzt an den einen oder anderen Stellen nicht so ausführlich wie mit den absoluten Beginnern, weil schon vielleicht ein Teil davon schon weiter ausgearbeitet ist. Aber meistens liegt es an der Basis, wenn hinten raus irgendwas nicht funktioniert. Also wenn du sagst, ich gewinne zu wenig Kunden oder so, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich jetzt, dass ich die nächsten Facebook-Anzeigenkurs belege und dann läuft's. Und dann meistens hat es was damit zu tun, dass nicht klar ist, wer ist die Zielgruppe, dass das Angebot nicht zur Zielgruppe passt, dass die Ansprache nicht passt, dass das Wording einfach nicht zur Zielgruppe passt oder. Also ganz viel im Businessmodell. Und das ist auch mein Steckenpferd. Also ich liebe Businessmodelle. Das Businesses zum Laufen zu bringen, das ist das, was ich einfach am liebsten mache. Ja, ja, cool. Vielen Dank, liebe Sabine. Du hast uns ja auch ein wunderschönes Geschenk schon zur Verfügung gestellt, bereitgestellt im Netzwerk. Hat es denn schon jemand in Anspruch genommen? Du? Ja. Auch ausfüllen, das steht auf jeden Fall noch auf der Agenda. Nee, genau. Bisher ist noch niemand, aber wirklich sehr gerne. Also geht es eben darum, um so eine Business-Analyse zu machen, so einen ersten Aufschlag, mal reinzugucken, wo sind da eben die Stellschrauben, die ich empfehlen würde zu drehen oder an denen ich empfehlen würde zu drehen. Und sehr, sehr gerne. Ich mache es wirklich gern, weil es jedes Mal total spannend ist für mich. Das ist so ein bisschen wie ein Mord aufklären. Also so wirklich so an den Einzelstellen suchen. Das ist sehr gern. Das Angebot steht natürlich, ja. Ja, genau. Deswegen wollte ich da an dieser Stelle nochmal dran erinnern. Wer erstmal vielleicht sachte austesten möchte, was du so tust, das steht ein sehr schönes, kostenloses Geschenk bereit. Und ansonsten freue ich mich demnächst mehr über das Thema Expertensein von dir zu hören und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön, danke für das schöne Interview, das gute Gespräch und auch dir schönen Tag und schöne Woche. Dankeschön, bis bald, ciao.